Also wenn ich so in die Berge unterwegs bin und gehe, das erste Mal ist so, dass man einen gleichmäßigen Atem kriegt. Es breitet sich so eine Ruhe im Körper aus. Ich bin die Josefine Lechner, ich bin jetzt ausgebildete Bergwanderführerin und Schneeschuhführerin und bin hier im Chiemgau unterwegs. Chiemgau steht einfach für mich für Genusswandern und für entspanntes Unterwegssein, fürs Beschauliche. Hier gibt es so viele tolle Sachen zum Entdecken im Chiemgau und das macht mir große Freude und ich bin immer wieder selber überrascht. Es sind immer wieder Pfade, Wege, die haben auch oft in der Karte schlecht eingezeichnet, das ist so ganz besonders. Und so baue ich dann meine Touren auf und da führe ich die Leute hier und das ist mir eigentlich das Hexte. Eines von den schönsten Dingen, die mir passieren hat können, weil das halt einfach eine große Leidenschaft von mir ist. Und dass ich da halt immer draußen sein darf in der Landschaft, das sind schon Dinge, die mich einfach sehr zufrieden machen.